Ah, ich muss ja eine Decke draufsetzen. Das gibt's sonst gerade nicht. Komm weg, weg mit dir. Das gibt's sonst durcheinander hier. Oh, das ist wie ein Bällebad. Hau ab. Ich brauch Plot sammeln und eine Decke. Ich brauch Geld. Bei Jungen braucht das Geld. Oh, ich kann nichts mehr auf. Ach ja. Man kann übrigens pro dem Tank sozusagen hier unten, so pro Slot nur 20 am Anfang aufnehmen. Ich bin ja schon ein bisschen verwöhnt, weil ich in meinem Game oder auch bei den Kindern schon ein bisschen weiter bin. Oder wir etwas weiter sind. Also man kann es erweitern. Ist jetzt noch Pinkenplot, ne? Gibt's ja gar nicht. Doch, da war ich gerade zum Plot. Da, das Weiße. Hat aber gerade gefressen. Klar, die futtern das jetzt alles weg, bis die alle anderen auch zu Katzen geworden sind. Bis dahin gibt's halt noch Pinkenplot. Ja, es wird nachher ein bisschen komfortabler, sag ich mal. So. Wir erkunden nochmal. Ich hätte mich gerne noch ein paar andere Slimes. Und würde euch mal ein bisschen gerne die Gegend zeigen. Da ich das Spiel schon seit ein paar Jahren kenne, kenne ich auch die, ja, ich sag mal, Anfangsgegend etwas. Ich bin aber nie durchgekommen. Also es gibt, wir haben es ja damals auf dem ersten Kanal von uns, Let's Play for Kids, gezockt. Wir sind schon ein Stück weit gekommen, aber haben es nie durchgezockt. Was ist denn das? Das kenne ich auch noch nicht. Hier kann man das irgendwie. Cool, was ist das? Feuerornament? Ey, ist ohne Blödsinn, das kenne ich auch noch nicht. Also, gibt's da eine Mail? Nee, gibt's keine Mail zu, ne? Was macht denn das? Kann ich. Ist das einfach nur Deko? Wir können gleich mal nachlesen. Komm, wir gucken mal weiter. Oder nee, pass auf, wir machen das anders. Wir haben schon 23 Uhr, sehe ich gerade. Es wird nachts, können auch böse Slimes, ja, spawnen, sag ich mal. Und nachts kommen, nachts kommen noch so Leuchte-Slimes, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Phosphor-Slimes, so war es, ja. Die kommen nur nachts. Aber dafür brauchen wir entweder ein spezielles Gebiet oder ein spezielles Gehege, was wir noch nicht haben. Ach Gott. Noch bleiben sie drin, ich bin glücklich. Das heißt, wir werden noch schnell den Plot hier verkaufen und dann ins Schlafen legen. So, jetzt gucken wir mal. Mietsplot, 18, ja, das lohnt sich, ne? Der Pinkplot gibt momentan nur 10, also am Anfang gibt er noch recht viel. Logischerweise wird das immer weniger, je mehr man den verkauft. Starmail haben auch noch eine. Hey Casey, also von Casey natürlich, hi Bear. Wie ist es, ein ganzes Jahr lang zu schlafen? Hast du geträumt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Seven Sea steckt dich in eine Kapsel und dann gehen für all diese Zeit die Lichter aus. Wow. Wie ist es so auf der Fernweite? Hast du schon angefangen, sie zu erkunden? Ist die Luft so sauber, wie man sagt? Ich wette, es ist wirklich schön dort. Ich stelle wahrscheinlich zu viele Fragen. Ich wette, du hast viel Arbeit zu erledigen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie jetzt dir gehört. Ich schätze, ich lasse dich besser damit weitermachen. Ich mache es kurz. Viel Glück, Bär. Wenn es irgendwer dort draußen schafft, dann du. Ja, aber sicher, Leute. Wir schlafen bis zum Morgen. Das hier ist übrigens die Bär, unser Charakter. Mit stylischen mintgrünen Haaren. Pink Slime, haben wir auf. Ach ne, komm, ne. I believe I can fly. Ach, ist das schön. Wir lassen den pinken Plot. Ach komm, nehmen wir den mit. Ich kann immer noch wegschmeißen. Am Anfang, so hinterher, brauchen wir das nicht mehr, weil der kaum was wert ist. Aber jetzt am Anfang brauchen wir jeden Cent, den wir kriegen können. Ich habe schon wieder die Währung vergessen. Was war das? Was war das? Ah, ist egal. Ist da gerade erst bei der Mail reingekommen oder sowas? Ihr seht doch die Slime-Spawn-Points, sozusagen diese Röhren hier. Da werden die sozusagen rausgeschossen, die Jungs. Da ist so ein riesiger Slime, da hinten kann man sehen. Den muss man füttern, bis er platzt. Und dann bekommt man schöne neue Sachen. Die sind unersättlich, die Viecher, die futtern ein bisschen blau. Oh, da ist ein blauer, den holen wir uns schnell. Bei dem blauen müssen wir ein bisschen aufpassen, Feldslime, weil die einen auch angreifen. Ne, den pinken wollen wir nicht.
Aber die Katzen slammen nur mit. Warum? Ganz einfach. Dann kreuzen wir die Feldslimes gleich mit den Katzenslimes. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was die Feldslimes. Ich glaube, die Feldslimes haben nur Gemüse gefuttert. Aber das werden wir gleich sehen. Und so. Oh, das passt. Sehr gut. Jetzt haben wir 4 Katzenslimes und 4 von denen. Give it to me. Hier wird es noch ein, wäre ich glücklich. Da haben wir 10 Stück. Das wäre super. Ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht, ne? Ist alles egal. Nicht so tragisch. Auf jeden Fall dann Gemüse am Anfang haben. Ich meine, kriegt man schon genug. Auch, danke. Auch, Fleisch findet man hier und da noch, aber ich hätte gern eine Kreuzung aus beiden. Dann können wir vielleicht die Pinken. Noch, wir machen 2 Gehege am Anfang. Ich möchte die Pinken noch nie aufgeben. So, was haben wir hier? Karte der Fern, Fern, Weite. Ach, ist das ein Teleporter oder was? Ne, eine Karte nur, oder? Kann ich irgendwie... Ist nur eine Karte. Karte der Fern, Fern, Weite. Schlüssel 0 von 2. Das sind wahrscheinlich diese geheimen Geschichten, diese versteckten Slime-Ausfits. Geheime Formen, wie nannten die das? Hier müsste die Range dann sein, richtig? Oder? Ne, warte mal, hier. Hier ist die Range. Da ist das Gebäude, genau. Hier ist die Range, hier sind wir hier so lang, hier durch. Ja. Okay, schön. Kartendaten erlangt, entdecke Kartendaten, Punkte auf der Weite, um mehr von deiner Karte aufzudecken. Ja, dann machen wir doch. Wir laufen direkt mal weiter. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Ja, man kann leider keine Ressourcen abbauen in dem Sinne. Das geht nicht. Jawohl, her damit. Jawohl. So. Jetzt haben wir 12 Stück. Das sollte doch reichen für den Anfang. Ach komm, wir nehmen mit, was geht. Wir nehmen mit, was geht. Ach komm. So. Das reicht jetzt langsam auch. Das Wasser kann man übrigens später aufnehmen im Tank, um Slimes abzuschrecken oder zu verjagen. Oh. Der geht baden. Der geht eine Runde schwimmen. Die können das. Ich hatte einen großen hohen Baum wie diesen hier am Rand meines Grundstückes zurück auf der Erde. Nein, nochmal. Ich hatte einen großen hohen Baum wie diesen hier am Rande meines Grundstückes auf der Erde. Jetzt kommt es. Er stand da länger, als jemand sich zurückerinnern konnte. Er überlebt alle möglichen Veränderungen um sich herum und eines Tages habe ich festgestellt, dass er am Sterben ist. Oh, das war nichts Unnatürliches, seine Zeit war wohl einfach gekommen und dann habe ich erkannt, dass wenn ich nichts machen würde, ich enden würde wie dieser Baum. Ich würde mein ganzes Leben lang am gleichen Ort verbringen. Das konnte ich nicht geschehen lassen, also habe ich am nächsten Tag ein Ticket zur Fern, Fern weiter gekauft. Alles klar, ganz kurz und sorry. War etwas abgelenkt, weil ich mein Mikrofonpegel nicht mehr sehen konnte. Gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man eine Aufnahme macht. Nachher hat irgendwas nicht geklappt. So. Gucken wir mal ganz kurz hier hin. Hier gehen wir nicht weiter, da kommen wir später zu. Und hier haben wir noch so einen großen Slime. Ja, der macht schon ein Mäulchen auf, weil der ist hungrig. Auch den können wir zum Platz bringen. Und hier haben wir eine... Schatzkapsel ist verschlossen. Okay. So. Dann wollen wir doch mal wieder zurücklaufen. Oh, die habe ich eben gar nicht gesehen. Drücke E zum Öffnen der Kapsel. Das machen wir noch nicht, das machen wir später. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da Sachen rauskommen, die wir, also die gedroppt werden, die wir mitnehmen können. Ich habe, ich sehe auch gerade, ich habe noch diesen Feuerornament, was auch immer, Slime oder was das ist mit. Da gucken wir jetzt gleich nochmal, was das ist. Damit wir den Slot freikriegen. Wir können jetzt erstmal den Plot auch verkaufen. Und ich würde gerne ein neues Gehege aufmachen. So. Wir verkaufen erstmal den Plot. Bevor ich da. Also wir könnten natürlich jetzt auch alle pinken Slimes daraus feuern. Jetzt kriegen wir noch 6 pro Plot. Das 6. Ehemals noch 10, ne? Ja. Schade. Also, wir könnten jetzt quasi auch hier die alle opfern und statt den pinken Slimes die Fels- und Meat-Slimes da reinmachen. Aber da die alles fressen, ist das immer sehr angenehm. Und sehr einfach zu füttern, um am Anfang Kohle zu machen. Das machen wir natürlich deswegen nicht.
Wir könnten. Können wir nicht. Doch, können wir wohl. 250. Wir kaufen ein Gehege. Ich bin da noch etwas unschlüssig. Wir hauen da ja erstmal die Feldslimes rein. Ich würde da gerne eine hohe Wand drauf machen, bevor ich da jetzt die Kreuzung mache. Seht ihr? Oben rechts steht Nahrung, Gemüse. Wisst ihr was? Mich stört die Kamera in der Mitte. Ich pack das jetzt. Die Uhrzeit kann ich euch ja sagen. Ich pack die oben links rein, okay? So, ich finde das irgendwie harmonischer, wenn es an der Ecke ist, als wie in der Mitte. Das weiß ich nicht. Könnten die auch ein Stück kleiner ziehen. Wer will er jetzt nicht? So. So, gucken wir, ob alles passt. Aber es sieht gut aus. So. Das gefällt mir doch weitaus besser. Ich meine, ich muss mal bedenken, ich sehe die Kamera eigentlich nicht auf meinem Bildschirm. Das geht leider nicht. Das würde ich mir zwar wünschen bei dem Programm, aber leider funktioniert das nicht. Deswegen kriege ich auch manchmal nicht mit, wenn irgendwas nicht sichtbar für euch ist, sprich die Kamera etwas verdeckt. So, Feldslime, Nahrung, Gemüse. Wenn wir die dann natürlich mit den Meatslimes paaren oder kreuzen, dann kriegen wir da Gemüse und Fleisch raus. Auch nicht schlecht. Das Huhn, das hat Todessehnsucht, oder? Das, ich meine, die fressen zwar kein Fleisch, weil das da so vorstehen bleibt und reinguckt. Ja, wir lassen das jetzt mal. Meat Slimes. Ach komm, wir packen sie mal rein. Die haben ja noch kein Futter. Oh. Ups. Huhn. Ein Huhn. Huhn ist gleich weg, weil die Katzen fressen nämlich Fleisch hier. Will jetzt kein Hunger oder was? Was ist los, Jungs? Macht mal hin hier. Raps und weg damit. So, und der plautet jetzt schön und. Ich sag gerade auch so, ob das ich verdoppelt oder vermehrt hätte. Aber es ist nicht so. Und ihr kennt das Spiel: Katzenplot, Fels. Slime frisst Katzenplot und es geht los. Zack, und wir haben einen großen Fels-Meats-Plot. Und, also, das nennt sich dann Lago. Fels-Meats-Lago. Gemüse und Fleisch frisst der Gute. Schöne Sache. Schönes Ding, du. Ah, macht mal rein. Ihr macht das schon so. Wir haben Mails bekommen. Wir gucken mal. Star-Mail. Die Musik war eben noch nicht, oder? Also ja. Hallo, das ist von Tora West. Hallo Beatrix, ich bin Tora West. Ich halte mich mit meiner Vorstellung kurz, weil wir alle zu arbeiten haben. Ich bin schon lange Ranger hier auf der Fernweite und sozusagen der Kopf des Begrüßungskomitees für die lokale Tauschbörse. Ach, guck an. Die Tauschbörse. Die weite Tauschbörse ist ein Netzwerk von Rangern, die genau wie du das, was sie haben, gegen das, was sie brauchen, tauschen wollen. Slime, Plots, Nahrung, was auch immer. Alles, was du machen musst, ist täglich die weite Tauschbörse-Maschine zu besuchen und sicherzustellen, dass dein Tauschhandel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen ist. Ja, wunderbar. Wunderbar, sag ich nur. Wunderbar ist auch gut. Was macht der denn da? Zurück! Hilft doch nicht. So, weg mit dir. Oh, ist abgeprallt, aber passt. So. Tauschbörse, das ist die hier. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Jetzt können wir hier hingehen, da drauf drücken. So. Tora West, hilf mir hierbei aus und ich stelle sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Sie möchte haben 4 Katzenslimes, 4 Pogo-Früchte, meine ich, sind das. Ein Pogo, achso, ja. Und ein Huhn, männliches Huhn. Ende ist es nicht, das ist ein männliches Huhn. Ich komme gerade nicht drauf. Und bekomme 4 Hühner. Ach, jetzt bin ich aber gerade, warte mal, was sind das für ein Huhn, was sie da will? Das sind diese alten Hühner, ne? Jetzt habe ich natürlich keine Hühner mehr, weil ich gerade gefuttert habe, aber verfüttert, aber egal. Wir kriegen da noch 500, ich bin gerade überlegen, 4 Hühner, 4 Katzenslimes, das kriegen wir noch hin, die haben eh nichts zu fressen da. Dann die Pogo-Früchte und das alte Huhn, ich habe schon wieder vergessen, das mit dem Ornament, ich weiß. Aber ich guck mal ganz kurz, ob wir das so hinkriegen. Das sind noch die hier, ne? Die können wir noch nicht ernten, die sind noch nicht reif. Die sind auch noch nicht so weit, okay. Jetzt kriegen wir natürlich keine, ne? Hier ist nur Gemüse, sprich Möhrchen. Hier.
Pogo-Frucht. So, die wollten sie haben. Dann wollten die haben so ein altes Huhn, eine alte Henne. Ich komme jetzt gar nicht drauf. Männliches Huhn gleich. Das sind die nicht. Das ist ein Huhn. Das ist ein Huhn. Die wollte aber nicht kein normales Huhn haben, die wollte ja die alten haben, ne? Das ist auch ein normales Huhn. Komm, ich nehme direkt mit, wenn ich euch schon hier so finde. Komm. Ich auch. Dann brauche ich gerade aus dem Gehege rausnehmen. Du auch. Jetzt finde ich hier keins von den alten Viechern, wa? Das ist noch eine Zeitkapsel. Na, komm schon. Ich habe keinen Jetpack, der will gerade nicht so. Schatzkapsel. Da ist ein altes Huhn. Ein Steinhuhn, so nennt sich das. Das wollten die doch haben, oder? Nicht das hier, oder? War das das? Nee, ich meine, es war das Steinhuhn hier. Ein Steinhuhn ist das. Ein Hahn, jetzt komme ich drauf. Huhn und Hahn, ja, leck mich. Manchmal steht man echt am Schlauch, ne? Kennt ihr das auch? Zack, weg damit. Und wieder weg damit. Also so schnell geht man bei dem Spiel ja nicht drauf. Das ist eigentlich echt relaxed. Für so zwischendurch einfach mal ein Ründchen, Hörner ausschalten, ein bisschen spielen, sammeln. Wunderbar. Aber da ist Hörner ausschalten. Ein bisschen nachdenken muss man schon, aber es ist echt relaxed. Nichts Hektisches. Passt schon. So, jetzt gucken wir mal. Du möchtest haben 4 Slimes, 4 Pogo und ein Stein. Wunderbar. Pass auf, dann schießen wir die Slimes mal hier rein. So. Dann kommt hier die 4 Pogo-Frucht. Ne, das ist keine Pogo-Frucht. Ah, okay. Steinhuhn, auch. Wo kommst du jetzt her eigentlich? Bist du da rausgekommen? So, wir brauchen noch 4 von diesen. Ach, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, Mann. Kommt hier eigentlich weiter? Nee, ne? Ne, hier kommen wir nicht weiter, okay. Schade. Ja, das sind Pogo-Früchte. Herzfrucht, glaube ich, nennt sich das, was wir da suchen. Ich meine, es wäre eine Herzfrucht. Ich weiß gerade nur nicht, wo wir die herkriegen. Ein Gugokkel. Na komm, ich lass mal. Oh, da geht's ab. Gugokkel, lass mal da. Ein Gockel, genau. Das ist der Hahn, den ich eben meinte. Na! Ach, die Jungs brauchen dringend ein höheres Gehege. Nein! Du sollst rein da, nicht raus! Ist es denn möglich? So. Ich meine, noch ist das alles halb so wild. Wir haben noch keine Gemüsebeete und nichts hier rum. Warte, bevor wir es abhauen, wir machen das mit dem Feuerornament. Gucken wir ganz kurz. Wir haben noch keine Gemüsebeete und nichts, was sie uns wegfuttern können, aber trotzdem ist es ärgerlich. So, Wikipedia oder Slimepedia, nicht Wikipedia. Wir gucken mal, gibt es hier irgendwas? Slimes, Ressourcen. Pink Slime, Lago Slimes. Ich weiß nicht, was dieses Feuerornament sein soll. Kann sein, dass das tatsächlich, ja, hier haben wir die Gegenden, ne? Die Welten. Kann sein, dass das wirklich nur so eine Art Deko ist. Ich weiß es nicht, was wir damit machen sollen. Feuerornament, Typ Ornament. Weiß ich gerade nichts mit anzufangen, wir lassen es einfach mal hier, bevor uns das weiterhin die ganze Zeit den Platz klaut. Und wir haben 18 Uhr, das heißt, wir legen es kurz schlafen. Bis zum Morgen schlafen. Ah, da kräht der Gugokkel. So. Kinder, hier ist alles. Boah, hier ist ja richtig voll, wa? Im Bällebad. Ja, die haben immer Hunger hier. Das ist wie unsere zwei Katzen. Wobei, ich muss eigentlich sagen, wie der Kater von uns eher. Der könnte die ganze Zeit nur futtern, das Vieh. Kennt ihr das auch? Habt ihr Katzen? Die ganze Zeit nur futtern, bis sie dann sich übergeben müssen, weil sie zu viel gefuttert haben? Herrlich, herrlich. So, pass auf. Wir nehmen mal ein bisschen was mit hier, was hier gerade so rumliegt.